Ah, hier drüben. Hier drüben ist ein Eingang und die Glocke hier. Ich meine, jetzt lief alles gerade so gut. Jetzt will ich hier kein Risiko eingehen. So, die ist irgendwo hier. Ach, der ist eine Wache. Wie komme ich denn jetzt hier eine Etage höher? So, hier, das sollte gehen. Ich wünschte, wir würden nicht überall hängen bleiben. Das wäre sehr angenehm, ganz ehrlich. Okay, die Glocke da drüben funktioniert noch? Yep. Wir waren so nah. Warte, warte, warte. Rauch. Okay, beide weggeholt. Komm schon, der Letzte. Okay, sie hat keine Wachen mehr. Verfluchte Assassinen. Woher wussten die das? Wir sind extrem informiert. Okay, die hat neue Wachen bekommen. Gottverdammt. Sie haben Margot erwischt. Margot? Der hat einen Namen? Krass. Verfluchte Assassinen. Woher wussten die das? Okay, okay. Jetzt aber hier Feierabend. Das gibt es doch nicht. Oh. Okay, Moment. Bevor wir sie töten, ich kann dir unter das Kleid schauen. Ist irgendwie niedlich. Du bist eigentlich eine ganz hübsche. Wir hätten das Ganze anders machen können. Moment, ich fasse dich mal ganz schnell noch an, solange du lebst. Natürlich hier ein bisschen den Busen begrapschen. Und jetzt. Vergiss nicht, was ich dich lehrte, Marie. Oui, Maman. François Thomas Germain. Wegen Verbrechen gegen den Templerorden werdet ihr verbannt. Jeder, der dem Exilanten Schutz bietet, wird sein Schicksal teilen. Narr. Der Molay spricht zu mir. Ich kenne seinen Willen, Delasherre. Delasherre! Milady. Besuch für euch. Ich brauche eure Hilfe, Marie. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. In einem Atemzug verschwört er sich gegen die Revolution. Im nächsten verspricht er, bei ihrer Umsetzung zu helfen. Gut. Ihr könnt diese Informationen an die richtigen Männer weiterleiten, Monsieur Le Pelletier? Natürlich, Großmeister. Mit diesen Beweisen hier ist die Verurteilung des Königs gewiss. Tja, jetzt wissen wir mehr. Der König war das Ziel. Okay, wie komme ich hier am besten raus? Es muss nicht so sein. Es muss nicht so sein. Ein Fenster, sehr gut. Raus hier. Komm schon, raus, raus, raus. Dann wieder hier hin. Ah, noch mehr von denen. Los, Schaffe! Haben die hier zugemacht? Was zum Teufel? Alles klar, hier durch. Nein, 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 du sollst durchgehen. Oh, Anno, bitte nicht. Bitte! Ich habe mich total verlaufen. Keine Ahnung, wo ich bin. Kann ich hier nicht rüber gehen? Oh doch, oh doch.
Am Ende werde ich leben. Aus dem Weg. Ich bin bei euch. Ganz ehrlich, wie kommt man hier raus? Entschuldigt mich, Teufel. Hier wirst du nicht entkommen. Das ist die Flucht meines Lebens. Wo ist das Feuerwerk? Okay, jetzt aber, oder? Ich bin doch raus. Guck mal hier drüben. Hier drüben komme ich, glaube ich, raus. Yep, das geht. Das ist möglich und zack. Endlich. Endlich raus hier. Der legendäre Phantomumhang. Moment, da gehen wir direkt mal hin und schauen mal. Oh, der ist richtig gut. Der ist sogar besser als meiner, den ich hier habe. Der sieht eigentlich auch ganz gut aus. Alles klar, ich nehme ihn mit und die Verbesserung hole ich mir hier auch noch direkt. Gut. Ich habe wirklich alles hinbekommen. Kein Alarm, Thomas gerettet. Habe ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Okay, warte mal. Mache ich direkt weiter mit der Story? Die Flucht, Erinnerung Nummer 3 oder noch irgendwas anderes? Nee, wir machen weiter. Bitte was? Keine Zeit für Erklärung. Renn! Können wir noch heute Abend aufsteigen, Professor? Nein, nein, nein. Ich fürchte nicht. Diese älteren Modelle sind dem Wind völlig ausgeliefert. Und davon haben wir viel zu viel, um es wagen zu können, fürchte ich. Nun, und dieses spezielle Modell ist... Was glaubt ihr, was ihr da macht? Kommt auf der Stelle da raus! Hab die Seile! Ich decke dich! Oh je! Das wird spannend. Das wird spannend. Gut, von der einen Flucht direkt zur anderen Flucht. Oh nein, ich habe keinen Rauch. Wow, 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 ganz ruhig, Bruder. Alles klar, Seil Nummer 1. Vorsicht! Kommen noch mehr von denen? Gut. Oh, Elise. Das war eigentlich alles anders geplant. Nur noch eins. Ich weiß, ich kann rechnen. Arno! Ich komm zu dir! Warte da! Ich gehe sicher nicht weg! Du gehst gerade weg, und zwar nach oben. Es ist wirklich schön hier oben. Ja, schön für dich. Ganz tolles Ding. Oh, was du nicht sagst! Der Wind wird stärker! Beeil dich! Ich bin dran! Ja, danke! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das Hast ist gar nicht eigentlich gut. Hast du schon überlegt, wie du wieder runterkommst? Ach, nach unten geht es meist von allein. Da ist es! Das stimmt. Dir werden bald die Dächer ausgehen. Das stimmt. Ich hoffe, du hast einen Plan. Hab ich nicht. Zähl zusehen und lachen, wenn du in den Fluss abstürzt, auf. Lass sie! Ran schon! Mit denen komme ich klar. Lauf du weiter. Ich schaff das hier. Oh, die Frau kann wirklich verdammt gut schießen. Ist der das? Komm, 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 komm. Okay, wie komme ich hier drüben hin? Wie komme ich hier drüben hin? Warte, warte, hier drüben sehe ich ein Seil. Yep, hier hin. Halte durch, Elise. Halte durch. Das läuft alles genau mal wieder nach Plan. Ich habe das perfekte Timing. Okay, das ist gut. Bleib genau hier drüben, Baby. Lass sie! Ich will auch ein bisschen Spaß haben.
Typisch. Guter Schuss. Okay, wie soll ich denn hier rüberkommen, ohne den fucking Boden zu berühren? Okay, so kann's gehen. Das ist er! Was ist passiert? Das Seil hat sich verfangen! Du da, halt! Halt dich gut fest! Komm da runter! Deckung geben, Baby, Deckung geben. Arno! Geht es dir gut? Es geht, ich hatte bessere Tage. Arno! Alles gut! Anhalten! Haltet sie auf! Vielleicht haben die es ja doch auf mich abgesehen. Was hast du bloß ausgefressen? Ist eine lange Geschichte. Ich will sie wissen, ich hab Zeit. Ich kann nicht bremsen. Wow, 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 wow. Okay, hinter mir ist eine ganze Armee. Okay, komm schon, komm schon. Jetzt gehst du natürlich rein. Jetzt gehst du natürlich rein. Sonst kann er nie ein Fenster verwenden, aber jetzt, wo ich oben rumgehen will, dann bekommt er es hin, der feine Herr. Steh nicht rum, Anno, bitte. Ich bekomme wirklich jedes Mal einen Krampf. Komm, 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 komm. Hier hin. Kommst du nun oder nicht? Du bist so eine Stresserella. Oh, hier hin. Ah, shit. Beeilung! Nachladen! Nochmal! Wie soll ich die denn einholen? Ich renne hier schon ewig rum. Wir erreichen gleich den Fluss! Schneller! Ich hole sie nicht ein! Komme! Nochmal! Nächstes Mal plane ich den Fluchtweg. Wunderschön. Von hier oben sieht es gar nicht so aus, als ob sich die Nation entzweit. Kann es jemals wieder so werden, wie es einmal war? Sag's mir. Glaub nicht. Nach allem, was geschehen ist. Allem, was verloren ging. Also, das war's dann. Der Lauf der Geschichte auf ewig verändert und es führt kein Weg zurück. Vielleicht gibt es kein Zurück. Aber voranzuschreiten ist nicht unbedingt ein Ende. Elise, ich... Du hast geschummelt. Du warst zu langsam. Ich liebe dich. Oh, wie romantisch. Ich musste los. Du sahst so friedlich aus, ich wollte dich nicht aufwecken. Je t'aime. Eh. Den wird schon jemand holen. Bestimmt. Tja, der freut sich wie so ein kleiner Schuljunge. Okay, okay, die Pflicht. Keine Pflicht? Was ist hier los? Oh nein, wieder eine Brücke. Hörst du mich? Entschuldige die Tonqualität. Wir haben ein Signalrauschen wie von einem Wasserfall.
Das sieht nicht gut aus. Wie wär's mit noch einem Tech-Boost, bevor ich die Verbindung verliere? Ich schicke jetzt die Daten. Alles klar, ich nehme mir definitiv Schlossknacken Stufe 3. Und dann ist schon wieder Ende. Denn ich denke mal, für 4 Punkte bekomme ich nichts, was ich wirklich will. Nee, können wir sparen? Du bist nah am Ziel, also halte durch. Wir konnten den genauen Zeitpunkt und Ort von Germains Tod nicht bestimmen. Also musst du es selber tun. Bishop out.